Hallo ihr lieben Leute, hier bin ich wieder. Die Saison ist hiermit offiziell eröffnet. Die Saison bei Smoke for the Gods jedenfalls. Ja, ihr habt jetzt lange Zeit kein Video mehr von mir gesehen. Ich möchte erstmal allen danken, die mich trotz meiner Abwesenheit über meinen Instagram-Account kontaktiert haben. Ich blende ihn hier gerade gleich nochmal ein und freue mich natürlich über weitere Follower. Alles ist ja noch sehr klein bei mir. Und auch über YouTube haben wir einige geschrieben und haben auch bekundet, dass sie sich auf weitere Videos freuen. Und das freut mich natürlich besonders, weil mein Kanal ja völlig unbedeutend ist, im Prinzip von der Größe her jedenfalls. Und inhaltlich wahrscheinlich auch. Gut, ja, Zigarrenwetter ist für meinen Geschmack noch nicht wirklich. Es ist noch etwas zu kalt. Gestern war es auch sehr windig. Heute ist es auch nicht wirklich windstill. Also mit dem Rauchen dauert es noch ein bisschen. Trotzdem habe ich gut was zu sagen heute für euch. Denn die Geschichte, meine Geschichte mit Germanus hat noch einen weiteren Teil. Sie ging noch weiter. Ich habe zuletzt eben ein ausführliches Video über meinen Humidor gemacht, über Mängel, die ich zu beanstanden hatte, über meine Anfrage beim Germanus Support und darüber, dass sie sich ewig nicht gemeldet haben. Das hat sich nun geändert. Man hat sich tatsächlich dann schließlich bei mir gemeldet, der Chef persönlich, Herr Peach, der Geschäftsführer von Germanus, und hat sich auch sehr, sehr ausführlich entschuldigt und mir erklärt, welche technischen Hintergründe das haben, warum der Support sich nicht gemeldet hat und so weiter. An einer Stelle ein kleiner Fehler passiert, so dass die Mails nicht weitergeleitet wurden. Gut. Wir hatten dann jedenfalls einen sehr, sehr ausführlichen Austausch. Wir haben bestimmt 8 bis 10 Mails hin und her geschrieben und er hat ausführlich auf meine Fragen auch geantwortet, mir alles ausführlich erklärt und er hat mir sogar einen Ersatzhumidor zukommen lassen. Und den stelle ich euch jetzt im nächsten Take vor. Den habe ich schon vor Monaten aufgenommen, indoor, in der Winterzeit. Ist ja immer noch ein bisschen Winter, aber wird bestimmt 2-3 Monate her. So, ich stelle euch das neue Möbelstück vor. Und danach melde ich mich nochmal mit dieser Einstellung. Gut, dann geht's jetzt los. Ja, die Geschichte, meine Geschichte mit Germanus geht weiter. Also Germanus hat sich gemeldet, das habt ihr vielleicht gesehen in den Kommentaren unter dem letzten Video und auch unter einigen anderen Videos. Sehr ausführlich hat sich Herr Peach, ich glaube so heißt er, das ist der Geschäftsführer von Germanus, bei mir gemeldet. Wir haben jetzt einen sehr, sehr, sehr ausführlichen E-Mail-Austausch und er hat auch alle meine Fragen ausführlich beantwortet. Ein Teil werde ich in diesem Video schon beantworten und er hat mir aber tatsächlich einen neuen Humidor zugeschickt. Das hier ist der neue. Ihr seht, der ist noch nicht eingerichtet. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Er ist jetzt auch geschlossen. Ich lasse ihn jetzt auch geschlossen. Ich sage euch auch gleich warum. Also ich habe Herrn Peach ausführliche Fotos nochmal geschickt von diesem Spalt, den ich ja schon mal in einem meiner Videos gezeigt habe. Vielleicht können wir es mal von der Seite kurz uns anschauen. Also hier haben wir für meinen Geschmack etwas viel Spielraum. Das ist unten auch, müssen wir jetzt nicht nochmal zeigen, unten ist das, ihr hört auch, dass man da nichts hört, hier oben wackelt das so ein bisschen. Ja, das ist mir einfach aufgefallen. Ich bin der Meinung, dass es nicht die Funktion beeinträchtigt. Ihr seht hier im Hygrometer haben wir 69 Grad. Ich hatte ihn jetzt vorhin gerade kurz offen, eigentlich waren es 70 vorher. 79%, natürlich nicht Grad Luftfeuchtigkeit, und das habe ich jetzt auch schon einige Zeit da drin. Was ich sagen möchte, ich denke, dass die Funktionalität einwandfrei gegeben ist. Für mich hat sich die Frage gestellt, weil ich auch natürlich beeinflusst bin durch das, was ich im Internet und sonst wo lese, ein Humidor muss absolut dicht verschließen und so weiter. Zumindest gilt es für diese
Tischhumidore, da habe ich als ein Qualitätskriterium gelesen, wenn man den Deckel runterfallen lässt, muss der also wirklich sanft dann gleiten, weil durch die nicht durchlässige Undurchlässigkeit eben der Druck abgedämpft wird und der also wirklich absolut dicht sein sollte. Und manche benutzen ja sogar Tupperdosen als Humidor. Ich habe schon bei der Ersteinrichtung vermutet, oder ist mir schon aufgefallen, dass der nicht hermetisch abriegelt und habe schon vermutet, dass das vielleicht auch gar nicht notwendig und sogar gewollt ist. Das hat mir jetzt auch Germanus bestätigt, dass ein moderater Luftaustausch mit der Außenwelt durchaus gewollt ist und er bewusst nicht hermetisch abgeriegelt ist. Und die haben das tatsächlich so beurteilt, dass diese Größe an Spalt nicht normal sei und vermute, dass vielleicht ein Scharnier schief eingebaut sei. Ich bin zum Schluss gekommen, dass das Scharnier gut unten ist, es nicht so doll wie oben, aber für mich ist das noch in der Toleranz. Jetzt haben sie mir den neuen zugeschickt und da ist auch minimal dieses Klappern, ja. Also ein minimaler Spalt. Es kann auch sein, dass der sich mit der Zeit leicht vergrößert. Also ich bin der Meinung, dass bei meinem Humidor der Spalt sich etwas vergrößert hat. Ich finde es eine Riesengeste, dass sie mir wirklich nach fast einem Jahr, weiß nicht, ob dann der YouTube-Kanal was damit zu tun haben mag, aber Herr Pietsch hat mir angeboten, den Humidor auszutauschen und er hat mir sogar angeboten, erst den neuen einzurichten und dann den alten zurückzuschicken. Jetzt, wo ich so die Spaltmaße vergleiche, ist das für mich ehrlich gesagt absolut in der Toleranz. Das ist ein gut verarbeiteter Humidor. Es sieht sehr edel aus. Es ist jetzt kein großer Schrank für Tausende von Euro. Man muss ja auch den Preis bedenken. Mich jetzt, wo ich weiß, dass es einfach offensichtlich eine Eigenschaft dieses Humidor-Schranks ist, stört mich das auch wirklich absolut nicht. Hatte jetzt so einen ausführlichen Austausch mit Herrn Peach, dass ich zum Schluss gekommen bin, dass ich den hier gar nicht einrichten werde. Also ich werde den genauso wieder einpacken und zurückschicken, dann kann das Gerät auch neu verkauft werden, damit die von Germanus jetzt nicht noch mehr Stress haben. Also ich würde mich selbst ein bisschen peinlich fühlen, wenn ich jetzt wegen so einer Kleinigkeit das Gerät austauschen würde und meinen alten zurückschicken und sie dann mit Verlust noch was damit machen könnten. Gut, im nächsten Cut erzähle ich dann noch ein bisschen was über die Antwort oder Antworten und habe auch in Zukunft noch ein bisschen. Ich hatte jetzt so einen regen Austausch, dass ich noch weitere Sachen experimentieren werde und da auch Folgevideos noch drüber machen werde. Aber jetzt nach dem Cut erst noch ein bisschen was zu den Antworten. Und nochmal vielen Dank an Germanus, das war wirklich eine große Geste. Meine Verwirrung hat sich gelegt. Ich habe auch wirklich eine Menge dabei gelernt. Und ein großes Problem ist es, finde ich, dass sehr viel geredet wird in allen möglichen Communities ohne solide Basis. Für mich ist die solide Basis, dass mein Humidor die Luftfeuchtigkeit hält. Ich muss alle paar Monate mal das wieder ein bisschen auffrischen. Wenn es hier ein bisschen klappert, ist das jetzt, nachdem ich die Hintergründe kenne und das Gerät ein bisschen kennengelernt habe, kein Problem mehr. Das war jetzt meine kleine Forschungsreise und weiter geht's nach dem Cut. Ja, und hier bin ich wieder auf meiner Terrasse. Ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen mit diesen Erklärungen. Also dieses Spaltmaß, wie gesagt, stört mich jetzt in der Praxis nicht. Ich möchte euch auch hier nochmal einblenden, wie das hinter der Tür eigentlich aussieht. Das ist ja keine plane Fläche, sodass da beliebig Luftraum raus und reinströmen kann, sondern da ist so ein Fals dahinter. So dass das zwar luftdurchlässig, luftig ist, aber eben auch nicht so, wie man es aufgrund des äußeren Anscheins vielleicht vermuten würde. Also ich bin sehr zufrieden nach wie vor. Ich habe den Humidor ja jetzt ein Vierteljahre, funktioniert einwandfrei. Alle 2 Monate vielleicht erneuere ich die Befeuchter und bin sehr zufrieden. Er riecht jetzt auch nicht mehr so intensiv nach Zeder. Es hat sich jetzt durchmischt mit den Zigarren.
die ich darin gelagert habe. Und wenn ich ihn jetzt aufmache, strömt mir ein wunderbarer Zigarrenduft entgegen, gemischt mit Zedernholz. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich hatte ja angemerkt, angekreidet, dass mir das Schloss viel zu billig und lapprig vorkommt und ich nicht verstehen kann, dass man bei so einem schönen Humidor-Schränkchen so ein lappriges Schloss verbaut. Ja, auch das haben sie erklärt. Hintergrund ist, dass das Schloss nicht wirklich eine ernsthafte Sicherheitsfunktion hat. Also eher soll eher so eine kleine Hürde darstellen, dass eben Kinder nicht einfach mal den Humidor aufmachen und da was rausholen. Deswegen hat man da was Leichtes, sehr Oberflächliches eingebaut, weil die Konsequenz wäre, wenn man da ein ordentliches Schloss reinmachen würde und man den Schlüssel verlieren würde, dann müsste man das ganze Schloss rausbohren. Das wäre mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Und so ist das irgendein Standard, da kannst du einfach easy einen Ersatzschlüssel kriegen und alles ist in Ordnung. Ja, damit kann ich leben, wie gesagt, warum nicht? Was soll ich dazu sagen? Ich kann das nachvollziehen. Ja, es stört mich jetzt nicht mehr sonderlich, wo ich den Hintergrund kenne. Man muss natürlich als Firma immer so Grundsatzentscheidungen treffen. Wahrscheinlich hat es sich auch bewährt. Also wenn du erstmal ein paar Schlösser so aufwendig entfernen musstest, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es auf Dauer auf die Gesamtkundenzahl sich einfach so bewährt hat. So, ein weiterer Punkt war ja, dass ich im Zigarrenmagazin was über die Befeuchtung von Humidor-Schränken gelesen habe, von diesem Marc André, heißt er, glaube ich, der eben auch Humidore baut, sehr hochwertige, und da schreibt er darin, dass es eine Illusion sei, oder er drückt es ein bisschen drastischer aus, dass man Humidor-Schrank passiv befeuchten könne. Ja, auch darüber habe ich mit Germanus gesprochen. Die sind also fest davon überzeugt, und ich sehe es ja auch in meiner Erfahrung, dass der Humidor, den ich da gekauft habe, ohne weiteres passiv befeuchtet werden kann. Wenn Marc André da von Humidor-Schränken spricht, dann sprechen wir wirklich von großen Möbelstücken, also von mannsgroß, sagt man heute vielleicht nicht mehr, menschengroßen Lebensstücken, so groß wie ein Kleiderschrank halt, so gibt es da Humidor-Schränke. Und da müsstest du natürlich ganz schön viele Boveda-Packs oder andere Befeuchter reinlegen, um die feucht zu halten. Und dafür gibt es dann aktive Kühlsysteme mit ausgeklügelten Strömungskanälen, Strömungswegen und so weiter. Das heißt, der Humidor, den ich habe, er hat natürlich die Form eines Schränkchens, aber den würde ich jetzt nicht vergleichen mit dieser Kategorie Humidor-Schrank, die da in dem Artikel erwähnt wird. Insofern hat sich auch das für mich gelöst, dieses Problem. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also ich kann unterm Strich nur sagen, dass ich mit dem Austausch mit Germanus, wie er jetzt schließlich zustande gekommen ist, mehr als zufrieden bin. Also Herr Pietsch hat sich über die Maßen Zeit für mich genommen, hat sehr, sehr ausführlich mit mir geschrieben. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Auch war es eine Riesengeste, mir diesen Ersatzhumidor zu schicken, den ich ja dann ungeöffnet wieder zurückgeschickt habe. Ich bin mit meinem jetzt völlig zufrieden. Ich kriege übrigens keinerlei Zuwendung jetzt für dieses Video von Germanus, aber falls man zuguckt, möge man sich ja vielleicht erbarmen und mir zwei Zigarren schicken oder einen kleinen Humidor oder so. Das war nur Spaß. Also ich krieg nichts von Germanus. Ich habe das jetzt aus freien Stücken gemacht und bin unterm Strich wirklich sehr zufrieden mit meinem Humidor. Zum Schluss noch eine kleine Anekdote, da ich ja heute keine rauche zum Video. Im Winter zu Silvester habe ich tatsächlich mal ein wenig gesündigt und indoor mal eine geraucht. Und zwar eine, die ich auch mal vorgestellt habe in einem Zigarrenhall. Das war die Davidoff Winston Churchill. Und zwar ein kleineres Format, The Traveler. Die geht gerade noch indoor, da rauchst du vielleicht 25 Minuten dran. Und am nächsten Tag habe ich aber auch wirklich nichts mehr gerochen. Wir haben eine Lüftungsanlage hier im Haus, automatische Lüftung, und am nächsten Tag war das weg. Ich habe schon mal das Jahr zuvor einmal zwei
Robustos geraucht, das hast du wirklich eine Woche lang im Haus gerochen. Also einmal im Jahr zu Silvester habe ich mir jetzt vorgenommen, eine moderate Zigarre indoor, das muss drin sein. Und diese Davidoff Winston Churchill, The Traveler, das muss ich schon sagen, das war eine andere Kategorie von Zigarre. Die hat so wunderbar geschmeckt, keinerlei Schärfe, nichts Bissiges dran, einfach nur ein sehr, sehr angenehmer Smoke, perfekter Abbrand und alles. Ich weiß nicht, wie es mit dem Churchill-Format ist, das kostet da immerhin 23 oder 26 Euro oder so, ich weiß gar nicht auswendig. Ich rauche ja in der Regel nicht so teure Zigarren. Aber dieses Traveler-Format, das kostet 7, 8 Euro, glaube ich. Da kann man sich ab und zu mal vielleicht eine gönnen. Ich werde mir die auf jeden Fall wieder mal besorgen. Ja, das war's. Jetzt wackelt der Tisch ein bisschen. Das war's zum Einstieg in die Saison. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen. Ich freue mich natürlich über weitere Abonnenten. Vielleicht schaffen wir ja diese Saison die 500 mal zu knacken, was immer noch verschwindend wenig ist. Und natürlich freue ich mich über Klicks auf den Like-Button und über nette Kommentare. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Die nächste Idee habe ich schon im Hinterkopf. Bis dann. Das war's von Smoke for the Gods. Ciao.